650 Millionen Menschen leben mit einer Behinderung. Das sind 10% der Weltbevölkerung. Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen soll ihnen nicht nur Fürsorge, sondern auch umfassende gesellschaftliche Teilhabe garantieren. Über 180 Staaten haben dieses Abkommen anerkannt. Die Realität für die Betroffenen sieht aber sehr unterschiedlich aus. Willkommen zu Alpha Demokratie weltweit. Heute zum Thema Leben mit dem Handicap. In Syrien herrscht seit 2011 Krieg. Auf weit über eine halbe Million wird die Zahl der Toten inzwischen geschätzt. Rund 10.000 Kinder sind bei Angriffen und Bombardements nach Angaben von UNICEF bereits ums Leben gekommen. Viele Tausend wurden schwer verwundet, so wie der kleine Mohammed. Doch der Junge fasste: Selbst gegenwärtige Kriege wie in Syrien geraten bei uns oft in Vergessenheit. Über den Krieg zwischen Irak und Iran in den 80er Jahren redet heute kaum noch jemand. 8 Jahre dauerte der erste Golfkrieg und er wurde mit extremer Härte geführt. Der Irak setzte in großem Stil Chemiewaffen ein. Viele Menschen starben bei Senfgasangriffen. Menschen massiv aufgerüstet und durch die Unterstützung radikaler Milizen wie Hamas und Hisbollah seine Vormachtstellung in der Region ausgebaut. Vor allem in Israel sieht man das mit großer Sorge. Der frühere iranische Präsident Ahmadinejad hatte dem Land mit Vernichtung gedroht. Israel investiert viel in seine Verteidigung. Die Armee gilt als die modernste und schlagkräftigste im Nahen Osten. Und sie praktiziert Gleichberechtigung. Seit der Gründung 1948 gilt die Wehrpflicht für Frauen und Männer. Seit einigen Jahren integriert man auch Menschen mit Handicap, wie mit einem Handicap, noch immer viele Hürden auf. Zwar hat auch Moskau die UN-Konvention über Behindertenrechte ratifiziert, 2014 fanden im Land die Paralympics statt und der Kreml hat Programme zur Inklusion aufgelegt. Doch der Alltag sieht oft anders aus. Blinde zum Beispiel werden Opfer fragwürdiger Geschäfte und dabei regelrecht ausgebeutet, wie eine Reportage von Udo Lilischkis aus dem Jahr 2017 zeigt. Das russische Fernsehen berichtet ausgiebig über den Tag der Behinderten und Präsident Putin nimmt sich viel Zeit für den Dialog mit dieser Bevölkerungsgruppe. Im Herzen Moskaus treffen sich Behindertengruppen aus dem ganzen Land zu Wettbewerben, Mode etwa von Behinderten für Behinderte. Der Präsident wird den Gewinnern später gratulieren und loben, wie erfolgreich Behinderte inzwischen in die russische Gesellschaft integriert wurden. Es sind schöne, ermutigende Bilder. Etwas abseits wirbt ein Mann für das Moskauer Blindenwerk Kunzewo. Er kommt aus der Kaluga-Region. Da bei mir zu Hause gibt es einen Betrieb, aber das ist eine andere Arbeit und schlechtere Bezahlung. Fast 7 Stunden sei er jeden Tag unterwegs, erzählt Alexander, um hier in Moskau Steckdosen zu montieren. Wir wollen wissen, was Alexander zum Extrempendler macht und sind vorausgefahren. Abends um 6 kommt er mit dem Vorortzug aus Moskau an. Dann nimmt er den Bus. Es sind lange Tage. Aufgestanden ist Alexander heute Morgen um 3:30. Ist das nicht ein hoher Preis für etwas mehr Gehalt? Klar ist das hart, aber es lohnt sich. Alexander muss noch einkaufen und verabschiedet sich. Wir sind in Rusinowa. Die Sowjets machten Rusinowa in den 80ern zu einem behindertengerechten Zentrum für Blinde aus dem ganzen Land. Längst vorbei. Die Blinden sind geblieben, doch die Infrastruktur ist verfallen. Ich sehe doch, wie viele hinfallen. Die kommen aus dem Haus und sind sofort auf der Straße. Die Autofahrer sehen nicht, wer blind ist. Viele werden überfahren. Löchrige Straßen, wenige gesicherte Gehwege. Seit Jahren verspricht die Stadt einen kleinen Park für Blinde. Klagen, die der örtliche Blindenvertreter im Stadtrat immer wieder vorträgt. Alexander Radakovic ist von den Blinden der Stadt einstimmig gewählt worden. Für die anderen Lokalpolitiker aber ist er ein unbequemer Kollege, merken wir schnell. Die Stimmung ist gereizt. Die größten Probleme hat Radakovic jedoch mit dem eigenen Blindenverband, erzählt er, dem dieses Werk in Rusinowa gehört. Hier hat er ein kleines Büro, einen Versammlungsraum.
Der Rest ist fast vollständig an kommerzielle Unternehmen vermietet. Die Pförtnerin zeigt uns die Fotos aus der guten alten Zeit. Der Blindenchor Tanz und Theater damals, als hier noch 600 Sehbehinderte Bauteile für den Sowjetfernseher Rubin herstellten. Heute arbeiten gerade noch 45 Blinde hier für Hungerlöhne. Den Großteil des Werks vermietet der Blindenverband inzwischen an kommerzielle Firmen. Doch wohin diese Mieteinnahmen fließen, erfährt Rakowitsch nicht. Er weiß nur, wir Sehbehinderten hier erhalten von unserem Verband nichts. Die sind nicht an uns Blinden interessiert, nur an Geld. Etwa 150 Euro monatlich verdienen die Blinden hier, weniger als die Hälfte der Moskauer Sätze. Doch unser Versuch, die Blindenwerkstatt zu filmen, scheitert schnell am kommerziellen Direktor, den der Blindenverband hier einsetzt. Der regionale Verbandsvorstand habe die Dreharbeiten verboten, so die Begründung. Was geht hier vor? Allein 200 Beschäftigte hat die Pralinenfirma, die in den Gebäuden des Blindenverbandes produziert. Wohin fließen die Mieteinnahmen, wenn Rakowitsch für die 120 Blinden der Stadt keinen Rubel bekommt? Rakowitsch will uns Dokumente zeigen und wir staunen schnell nicht nur über seine Fertigkeiten am Computer. In einem offenen Brief an Putin klagen 2000 Blinde den eigenen Verbandsvorstand an, wegen Vetternwirtschaft und Diebstahl. Verbandsgebäude seien gezielt unter Marktwert verkauft worden. Ziel: Bereicherung des Vorstandes. Der Rechnungshof bestätigt, von den hohen staatlichen Zuschüssen gab der Verband keinen einzigen Rubel für neue Behindertenarbeitsplätze oder soziale Hilfen weiter. Dennoch, Putin gegenüber sitzt der verantwortliche Verbandschef seit 30 Jahren im Amt. Er wurde nur kurzzeitig suspendiert. In vielen afrikanischen Staaten wie in Kenia werden Behinderte noch immer diskriminiert und isoliert. Ein Handicap gilt als Makel, der zu Ausgrenzung und Isolation führt. Behinderte Kinder gehen oft nicht zur Schule, Erwachsene finden keinen Arbeitsplatz. Internationale Hilfsprojekte versuchen, derart benachteiligten Menschen zu helfen. Aber auch noch eine viel größere Herausforderung da als für solche ohne Handicap. Das wird leider oft vergessen. Das war's für heute von Alpha Demokratie weltweit. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.